und herzlich willkommen zu den Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute habe ich für euch einen Highland Whisky aus der Speyside. Und zwar ein Tomatin Legacy. Tomatin wurde 1897 gegründet und war die Destillerie des Jahres 2016. Ja, wir haben hier einen hellgelben Whisky drin. Der ist recht hell und hat 43% Volumenalkohol. Ja, viel mehr kann man da nicht zu sagen. Die große Flasche, die liegt ungefähr preislich, also 0,7 Liter, liegt preislich ungefähr bei 20 Euro. Hallo, das ist Penny. Penny, das sind die Zuschauer. So. Und dann wollen wir das Ganze jetzt auch direkt probieren. Ja, warum kleine Flaschen? Auf Dauer wird schon teuer, wenn man sich immer die großen Flaschen kauft. Ne? Ja. Was haben wir denn in der Nase? Also es ist fruchtig. Ananas. Zitrusfrucht. Hauch Vanille. Leichte Öligkeit können wir hier erkennen. Aber bevor wir jetzt alles weggerochen haben. Cheers. Wir haben ja auch keine Altersangabe zu. Das ist ein NAS-Whisky. Da kann man leider jetzt auch nicht viel zu sagen. Heißt aber nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Ne? Ja, wir haben ja eine Süße, wir haben eine Ananas, wir haben die Zitrusfrüchte. Ein bisschen apfelig, also insgesamt sehr fruchtig. Die 43% stehen ihm ganz gut. Für meinen Geschmack könnte er noch etwas mehr haben. Aber man kommt ja eigentlich nicht auf den Gedanken, ihn verdünnen zu wollen. Jetzt ganz im Abgang eine leichte Alkoholnote drin, aber nur ganz leicht. Ansonsten ist er im Abgang leicht klar, leicht erfrischend sogar. Ja, und die Fruchtigkeit zieht sich also von der Nase über den Gaumen, über den Abgang hinweg. Und der bleibt auch bis zum Schluss. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keins mehr der anderen Videos. Lasst ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Tomatin gerne trinkt oder probieren möchtet. In diesem Sinne, tschüss!